die Türscheibe abgeschlossen. Alter, Alter. Nein, nicht raus hier, wir machen das Tor. Vor allem, vorher kam der Lehrer, der muss ja an Ashley vorbeigegangen sein. Gut, ich bleib hier. Nein, du sollst mir folgen. Gehen wir. Du jetzt kriegst... können wir aus dem Gebäude raus. Hier, nimm. Morgan hat uns die Türen aufgemacht. Kommst mit? Du kommst mit. Sehr schön. Follow me. Ich glaube, hier kommen wir in den Hof, oder? Genau. Das Gebäude ist praktisch erstmal abgehakt. Das haben wir erledigt. Schulschluss! Errungenschaft freigeschaltet. Cool, Schulschluss. Miss Ashley, wie verlief Ihr erstes Treffen mit den Kreaturen? Hau ab. Glauben Sie wirklich, Sie kommen lebend hier raus? Nerv mich nicht, okay? Ich rufe gerade die Bullen an. Und Sie, Shannon? Was sagen Sie dazu? Hör auf damit. Ich habe so schon genug Angst. Dadum. Mist, die Batterie ist leer. Kein Wunder. Du filmst ja auch schon ewig. Das gibt's doch gar nicht. Und hat's geklappt? Blödes Handy. Ich habe keinen Empfang. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen Friedman warnen. Okay. So, wir haben einen neuen Sammelplatz. Wir sind jetzt draußen. So, wir könnten ganz kurz eigentlich mal mit Josh rumlaufen, damit er mal gucken kann, ob hier noch irgendwas rumliegt. Aber ich glaube, hier gab es nur die Disk. Und sollte vielleicht mal speichern. Nach. Speichern ist für Mädchen. Ich steuere gerade eins von diesen Mädchen. Wo müssen wir überhaupt hin? Aber was ist das für Zeug auf dem Speicher? Ja, du hast doch gar nichts davon gesehen, du Pörner. Okay, wir müssen in diese Richtung. Ashley, könntest du bitte aufhören, mir direkt vor den Füßen zu laufen? Das wäre sehr, sehr freundlich. Walden, konnte ich noch nie leiden. Er ist euer Klassenlehrer, Mensch. Was habt ihr denn gegen den? Gott, was geht in dieser Schule nur ab? Okay, suchen wir Friedman. Cool. Okay. Friedman ist hier im Gebäude. So. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Unterschied macht. Aber ich hasse diesen Gang. So, ein Energy Drink. Oh yeah. Wir gehen erstmal hier rein. Wir machen das ganz entspannt heute. Hallo. Stan, was machst du denn hier? Oh, nichts Wichtiges. Ich ändere nur meine Noten. Mhm. Für einen Fuffi kann das jeder andere von mir auch haben. Hey, hör auf mit dem Scheiß, okay? Und hier, was macht ihr hier? Was geht bei euch ab? Hast du es nicht gesehen? In den Fluren? Diese ganzen Monster überall? Die reinste Hölle. Wow, was immer ihr geraucht habt, macht das nie wieder. Aber jetzt sag nicht, du hättest nichts gesehen. Hast du denn nichts Seltsames bemerkt? Alles an dieser Schule ist irgendwie seltsam. Und woher kommen dann die Geräusche? Das ist nicht lustig, wir finden Kenny nicht. Was? Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Sogar Mr. Walden wurde verletzt. Er musste auf die Krankenstation. Wir sitzen hier fest. Wir müssen Friedman informieren, damit er uns hier rausholt. Wow, langsam wird die Story interessant. Okay, ich bin dabei. Aber wehe, ich werde verarscht. Ja, also als allererstes hier deine geschminkt, deine gefakten Noten hier, ne? Soll ich nicht mitkommen? Das kannst du erstmal knicken. Die Scheiße hier. Du kriegst erstmal hier die Strafe für Schummeleien. Das machen wir hier nicht mit. Hey, was ist dein Problem, Mann? Ja, dass du deine Noten fälschst. Relax, Mann. Hey, Mann. Ich bin gleich fertig. So was macht man nicht? Es gibt Leute wie mich, die lernen und... Hey, was ist dein Problem, Mann? So, ich bin fertig. Ich habe einen Pappbecher. Ich habe hier drei Pappbecher. Die müssten doch reichen. Vielleicht. Es hat gerade geklingelt. Ich glaube, das ist, kriegt mein Mitbewohner, glaube ich, gerade was. Also, ich habe, glaube ich, keinen Besuch heute. Dieser Computer ist kaputt. Ich habe vergessen, was ich machen muss. Ich mache ganz kurz mal 5 Minuten Pause, dann kann ich nämlich ganz kurz mal noch was zu trinken holen. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, die Verschwörungstheoretiker haben auch schon hier geschrien. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich gerade für einen Spaß rede. Es geht sofort weiter. Ich möchte bloß einmal noch mein Getränk auffüllen und dann spielen wir weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir das jetzt spielen, bis zu welchem Abschnitt. Also theoretisch... Sind die Erinnerungen mittlerweile da? Na, passt das? Das hat gepasst.
Die Erinnerungen sind da. Ich weiß, wie wir das Spiel relativ bis zum Ende jetzt durchkriegen könnten. Ob ich so schnell bin, ist die zweite Variante. Also die zweite Frage. So. Ich hätte jetzt geschrien, wenn das Spiel abgespielt wäre. Ich sollte vielleicht mal speichern. Du bist halt doch betrunken und redest Schwachsinn. Ja, das auch. Nein, ich bin noch nicht betrunken. Noch nicht. So, warte mal. Wir haben jetzt den Stan gefunden, ne? Der Stan hat natürlich auch ein Dokument. Hier. Aber es ist schön, dass ihr noch alle da seid und nicht alle weggerannt seid. So, Stan. Stanley Jones. 20. Juni 85, geboren. Auch er ist in der Klasse von Herr Warren. Stan glänzt mehr durch sein häufiges unentschuldigtes Fehlen als durch seine Leistungen. Obwohl er zweifelsohne sehr fähig ist. Er riskiert zum dritten Mal sitzen zu bleiben. Wirklich schade. Noch nicht. Ich hab ja noch eine Flasche. schauspielerische Begabung. Wir haben bemerkt, dass Stan anfällige Schlösser ausfindig machen kann und sehr schnell knacken kann. Und das nennt man dann schauspielerische Begabung. In anderen Kreisen nennt man das kriminell. Aber na gut. Andererseits, ich rede immer Schwachsinn. Ja, ich schäme mich auch nicht dafür, sonst wäre ich kein Streamer. Oder vorher Let's Player gewesen, ne? Das wäre was für Stan. Der ist viel schneller als ich. Der ist zwar schneller, aber ich will Stan nicht mitnehmen. Die Aussprache leiert jetzt schon, würde ich gerade sagen. Oh Gott. Das war die 3 Minuten Pause dazwischen jetzt. Alkohol. Seltsames Verschwinden, die Liebe. Scheiße. Die Liefmore High School steht wieder einmal im Mittelpunkt der Diskussion. Montagnacht verschwand Greg Anderson, ein Schüler im zweiten Highschool-Jahr. Nach dem Unterricht bemerkten seine Freunde im Schülerwohnheim seine Abwesenheit. Er klagte über Unwohlsein und begab sich zur Krankenstation. Dort wurde er zum letzten Mal gesehen. Noch ein Schüler verschwunden. Die Liste der verschwundenen Schüler aus Liefmore wird länger und länger. Das neueste Opfer ist Tom Matthews. Die Polizei hat derzeit noch keine greifbaren Spuren. Zahlreiche Eltern haben entschieden, ihre Kinder von der Schule zu nehmen. Innerhalb von 5 Jahren sind sage und schreibe 12 Schüler verschwunden. Und bislang gibt es noch keine Spuren. Liefmore-Affäre. Die Polizei reagiert in der Liefmore-Vermissten-Affäre. Hat die Polizei neue Maßnahmen ergriffen? Am letzten Donnerstag verschwand Richard Craig als mittlerweile 17. Schüler. Diskussion in Liefmore. Aber was macht die Polizei? Wann wird endlich diese Schule geschlossen? Fragt Mr. Flint. Als er das Polizeiministerium verlässt, indem er das Verschwinden seines Sohnes Harry gemeldet hat. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der Rektor der Schule, Mr. Friedman, stellt sich heute vor mit der Presse. Es scheint, dass dieser Verrückte, der unser Gelände heimsucht, nur an den Schülern im Wohnheim interessiert ist. Sein wollen tun. Wir haben daher die Übereinstimmung mit dem Gesetzeshütern beschlossen, die Schule zu schließen, bis wieder Ruhe einkehrt. Schließung des Liefmore Schülerwohnheims, 3 Jahre nach dem letzten Vermisstenfällen in Liefmore, die allesamt nicht gelöst wurden, hat Herbert Friedman, Rektor der Highschool, offiziell angekündigt, dass die Normalität wiederhergestellt sei. Der Täter ist zwar immer noch nicht gefasst, aber die Schließung des Schülerwohnheims hat scheinbar den Tatendrang dieses Geisteskranken, der für diese Vermisstenfälle verantwortlich ist, gestoppt. Was hat Schlösserknacken mit Schauspielern zu tun? Wäre er ein guter Streamer? Wäre das sinnvoll? Und ja, du bist doch... Ich bin nicht betrunken! Das ist einfach nur die ich habe ja schon 3 Pappbecher. Geh mal weg jetzt hier. Geh mir mal... Mann, geh mal aus dem Weg. Ich gehe zum Treffpunkt. Ja, geh. Hau ab. Dich mag keiner. Stan. Das sieht echt aus wie Rappen. Oder... Okay, ich sollte das nicht mehr machen. Ich sehe... Was? Hallo? Den habe ich auch schon kaputt gemacht. Meiner Meinung nach ist dieser Verteiler nicht mehr funktionstüchtig. Guck mal! Unsere Schule hat 3 Jahre in Folge das Schulbasketballturnier gewonnen. Hui! Diese Pokale sind die Geschichte unserer Schule. Ich habe eine Karte. Die Tür ist von innen verschlossen. Fliege. Hau ab jetzt hier. Mensch. So eine Scheiße. Ein Getränk hat man. Peng! Hey, was Trinkbares wollen müssen wir dafür bezahlen. Oder auch nicht. Hier ist wieder ein Klo. Hier ist nochmal eine Tür. Er ist nicht betrunken, sagt er, während er kaum artikulieren kann. Oh ja. Eine Waffe. Das verbessert unsere Chancen. Yeah. Ja. Friedman ist hier im Gebäude.
Ich will die Waffe aber nicht abfeuern. Ich will die Waffe nicht abfeuern. Oh. Okay, ja, ich hab's ja verstanden. Piu, 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 piu. Okay. Cool, fast wie neu. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen mal hier, so. Lampe kombinieren mit dem hier und dann ist alles cool. In so einem Spiel ist es immer so, du findest eine Waffe, es passiert was. Da knacken sogar die Dielen. Oh, warte mal, das muss ich knacken. Ashley? Tu was, Ashley. Du sollst mich beschützen und nicht wegrennen. Au! Wie sehen wir, wie ist unsere... Oh. Geht noch. Die Schule ist definitiv in der USA. Waffen in der Schule, klar, alltäglich. Ja, natürlich. Okay, aber wir sehen jetzt immerhin... Es ist ja stockdunkel. Aber wir haben eine Taschenlampe, Schöne. Ein Besen und ein paar Reinigungsmittel. Hier wurden nur selten gebraucht. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ich speichere mal. Also wie ihr seht, ich spiele jetzt wirklich das erste Mal jetzt. Alles gespeichert. Ich habe beim letzten Mal nicht mal gespeichert, als ich gestorben bin. Also als ich es gespielt habe. Ich glaube, ich habe auch nicht weiter als hier gespielt. Da hatte ich keine Lust mehr. Okay, kann ich auch rein. Okay. Was ist hier? Hier ist wieder Klebeband. Klebeband. Eine völlig verrostete Kette versperrt diese Tür. Wie kann ich die Angelegenheit beschleunigen? Ich weiß wie. Ich erinnere mich noch. Und ich weiß, ich müsste mich mal heilen, aber ach. Die Tür ist scheinbar abgeschlossen. Alter, Walter. Nein, nicht raus hier. Wir machen das tot. Kaboom. Na komm, stirb! Hey, wohin gehst du? Treffe ich's überhaupt? Es ist tot. Mein Herz. Ich werde alt. Versuche es weg. Das Telefon hat noch nie funktioniert. Okay. Ein Gorilla-Arm? Ein mutiertes irgendwas? Ich weiß nicht genau. Oh, shit. Die Fenster! Ja, ich mach ja! Nein! Das Fenster! Das Fenster! Ashley! Shannon! Nein! Nein! Stopp! Du bist schon alt, aber siehst gut aus. Dankeschön. Okay. Oh. Okay, das ist gar nicht gut. Hier. Nummer 2. So. Was ist das hier? Das war auch gerade witzig. Erst hat es hier geklört und dann hat es auf dem Ohr geklört. Mortifilia tritt in Kreisform auf. Die Klassifizierung ist schwierig. Diese endemischen Pflanzen bringen mikroskopisch kleine Knospen hervor. Die scheinen nicht zur Fortpflanzung dienen, sondern möglicherweise neue Blätter bilden. Zur näheren Beobachtung. Die Parasiten und das spinnähnliche Aussehen erklären die Fähigkeit, sich explosionsartig zu verbreiten. Die Hypothese wird bestätigt durch die Präsenz eines überdimensionierten unterirdischen Ausläufers, der für die starke Vermehrung sorgt.
Die Satellitenuntersuchung der Knospen. Die Knospen zeigen eine erstaunliche Keimfähigkeit. Hunderte von Linien am Ansatz belegen, dass die Spezies äußerst langlebig ist. Schnitt durch das Leibgewebe. Die Röhren sind völlig trocken. Keine Anzeichen von Feuchtigkeit. Wie werden diese Chlorophyllzellen mit Feuchtigkeit versorgt? Die freigesetzte schwarze Substanz stammt aus Drüsen an der Wurzel und wirkt giftig auf die biologische Umgebung. In der Dunkel-Hell-Dunkel-Sequenz werden Schwankungen in der Sauerstoffkonzentration beobachtet, abhängig davon, ob DCPIP vorhanden ist oder nicht. Die Pflanze reagiert besonders empfindlich auf Lichteinwirkungen. Sie fürchtet das Licht. Die Pflanze verstößt buchstäblich gegen alle Regeln der Botanik. Die molekulare Analyse zeigt genetische Verbindungen, durch die das Mortifelia als nicht rekombinierendes Isolat auf Genebene definiert werden kann. Ich kann nicht lesen. Dies bedeutet, dass das Genmaterial nicht auf sexuellem Wege übertragen wird, sondern auf parasexuellem Wege. Also wie bei mir. Ich habe ein Experiment durchgeführt, bei dem ein Transinter Diploider Knoten entstand. In diesem Knoten fand ein Faktorenaustausch bei der Zellteilung in zeitlich großen Abständen statt. Ich verstehe den Text nicht. Das habe ich im Bio damals auch gesessen. So, was? Der diploide Knoten verwandelte sich dann durch Verlust von Chromosomen eigenständig in einen haploiden Knoten um. Mit diesem System könnten zwei individuelle Spezies genetisch Material austauschen. Schlussfolgerung. Es steht fest, dass Mortifelia anormale Eigenschaften besitzt. Ungeachtet der unglaublichen Langlebigkeit ist diese Pflanze besonders kreuzungsfreudig. Die Forschungen müssen vorgesetzt und der Genotyp dieser Zellen muss ausführlich untersucht werden. Kein sexueller Weg, schade. Hier liegt noch eine Disk. Ich habe gespeichert, oder? Bin auch fast gestorben, aber ich habe es überlebt. Ach, jetzt kommt der Mist hier. Huch, schmeiß ja alles um. Benutze Säure vorsichtig. Sehen wir uns mal um. Okay. Es ist Schwefelsäure. Pass besser auf. Ha. So, und jetzt total logisch. Wir nehmen jetzt den Pappbecher, verwenden den. Schnell, der Becher ist gleich weg. Und rennen weg. Hui. Ein Pappbecher mit Schwefelsäure drin. Lauf. Hier hoch. Also hier rein. Und da war noch was, glaube ich, was ich noch einsammeln kann, was ich nicht eingesammelt habe, warum auch immer. Okay, wir schaffen das. Falscher Knopf. Es klappt! Jawohl. So, wir gehen aber nochmal runter, weil ich in zwei Türen nicht drin war. Erst in der Tür, wo das komische Vieh rauskam und hier guckt sie auch noch auffällig irgendwie hin. Ach, guck mal. Ein Energiedrink. So, was ist hier? Ein Energiedrink. Okay, hier hat das Vieh wahrscheinlich drin gewütet, warum auch immer. Eine Disk und ein Klebeband. Okay, also nichts Sinnvolles. Gehen wir hier wieder raus. Halt, Moment, der Schrank hier, kann ich den knacken? Nö. So schnell reagiert das nicht mit Sauerstoff. Die Schwefelsäure, ich glaube, das sollte einfach nur darstellen, wie schnell der Becher zerfressen wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Total schwachsinnig. Aber es ist halt ein Spiel. So sind Spiele halt. So, wir gehen. Okay, die dramatische Musik kann jetzt auch aufhören. Das ist echt das Letzte. Dieses Spiel. Ja, mir tut's langsam leid, dass ich hier bin. So, du wolltest doch mit deinen Freunden suchen, du Pörnerin. Warte mal, hier guckt sie auch wieder irgendwo hin. Warum? Dieser Brunnen funktioniert auch nicht. Und dieser Boden funktioniert auch nicht. Okay. Das Schloss ist ein Kinderspiel. Das kriege ich auf. Na, dann mach mal. Sehen wir uns hier mal um. Nein! Nicht sterben! Stirb nicht! Lass es raus! Hast du? Hast du. Hast du gut gemacht. Ashley. Hast du? Hast du? Ja, haben wir. Cool. Ashley, guck mal. Nochmal und ich trete dir in den Arsch. Okay. Schreib mich nicht so an.
und durchrennen und aufmachen und durchrennen und an den Stühlen hängen bleiben und aufmachen. Oh, 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 scheiße. Mach keinen Scheiß. Shannon, mach keinen Scheiß. Shannon. Okay, Ashley, mach du mal. Ashley hängt da etwas. Ich meine, Shannon hängt da etwas fest. Das ist, Dinge, die geschehen. Scheiße. Ich komme hier nicht raus. Hilfe. Mami. Ich schaff das. Ich hab mich hier. Okay. Scheiß. Hier liegt noch ein Energy. Und in Schulen nutzen die 100% hochkonzentriert. Natürlich. Wenn schon, denn schon. Okay, also. Das ist ungünstig, ne? Oh, Gott sei Dank. Magic. It was magic. Die Lehrer haben einen Ordner zurückgelassen. Lauter schusselige Schüler. Ich gucke mir die Tafel an und nicht die... Na egal. Ich beschwere mich da gar nicht mehr drüber. Unmöglich.